Das dauert ja lange mit dem Mehl. 84%. Haben wir Weizenüberschuss? Auch nicht. Also ich baue auf jeden Fall, brauche ich noch viel, viel mehr Weizenfelder. Ich denke, da sind wir uns einig. Wenn ich eins... Ich lasse hier erstmal mache ich immer noch einen Weg. So. Als nächstes, mache ich mal 4 Platz zu dem Weg. So hier. Und dann mache ich jetzt hier erstmal wieder 3 Felder hin. So. Ja, dann hier eins. Und hier eins. So, dann gucke ich mal eben, dass ich das wieder vollladen kann, unser Schiff. Wir brauchen auf jeden Fall wieder Holz. Machen wir gleich mal alles rein, dann noch ein bisschen Werkzeug. Steine weiß ich nicht. Brauchen wir noch Steine? Ja, auf jeden Fall. Wir haben noch 11 Tonnen. Wir kommen voll. Was soll's. So. Wunderbar, das können wir mal noch schnell upgraden. Ich glaube, den Konto haben wir schon geupgradet. Ne? Ja, da brauchen wir erst wieder Glas für die nächste Stufe. Und das haben wir ja noch nicht. Da kümmere ich mich dann danach drum, wenn wir Bier und Brot dann haben. So, ich muss noch mehr Weizenfarmen bauen. Machen wir wieder 4 Abstand. Das könnte aber... Ah nee, das geht man schon hier hin irgendwie. Das wird schon. So. 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 Wie sieht's denn aus? Haben wir jetzt endlich genug Mehl? 9 Tonnen. Wir brauchen insgesamt 12 Tonnen. Nee, 10 Tonnen. Okay. Haben wir also gleich. Wenn ich das dann habe, baue ich dann auch eine Bäckerei. Aber ich wollte jetzt erstmal das Mehl sammeln. Jetzt fehlt es mir an Rohstoffen. Aber das müsste eigentlich gleich da sein. Ist es auch. Wir können ja schon mal währenddessen jetzt hier die Route erstellen. Und dann gucke ich nochmal nach Diplomatie im Anschluss. Also, Wolfsburg. Nee, Wolfshafen. Sorry. Wolfshafen. Nach Goldfurt. Aber, naja, egal. So, und Schiff hinzugen wollen wir noch nicht. Das machen wir dann gleich, wenn wir unser Handelsschiff nicht mehr brauchen. Momentan ist es ja eh noch voll beladen. Einladen, Brot. Einladen, Bier. Brot und Bier. Alles wunderbar. Noch und Goldfurt wieder ausladen, beides. Jo, hätten wir. Nice. Schiff füge ich dann gleich hinzu. Da will ich ja unser Handelsschiff nehmen. Müssen wir alles ausleeren, bitte. Und ich schicke dich gleich nochmal zurück, weil dann können wir mal noch das eine Item austauschen, dass das Neptun, dass die Neptun mehr tragen kann, beziehungsweise mehr Kapazität hat. Das haben wir ja vorhin bekommen, das Item. So, aber hier, guck mal, das läuft schon mit dem Bier. Also es läuft jetzt gerade an. So, und hier müssen wir, ah, guck mal, jetzt haben wir hier auch genug. Du bist ein Schatz. Danke sehr. Hm, kein Problem, gerne, Helena. So, 10 Tonnen. Ist es eingestellt, 10? 10 ist eingestellt. So, okay. Wunderbar. Und jetzt runter hier. Cool. Okay, okay. Und jetzt können wir endlich Bäckerei bauen. Und dann kann es losgehen mit der Brotproduktion. Auch ein witziges Wort. Brotproduktion. Ja, nee. Ich baue mal... Ihre Ansiedlung wurde ein neuer Status. Setzt eurer Herrschaft ein würdiges Denkmal. Errichtet einen Palast, wie es keinen zweiten gibt. Okay. Wenn ihr so weitermacht, herrscht ihr eines Tages über eine Metropole. Auf jeden Fall können wir jetzt hier alle Patriziergebäude bauen. Wir brauchen halt für alles Glas dann. Ne? Also Glas ist dann die nächste Priorität, nachdem wir Bier und Brot haben. Ui! Ist das mit Venedig, ist das dazugekommen wahrscheinlich, ja? Alter, wie cool ist das bitte? Das ist übelst groß, ne? Müssen wir mal gucken, ob wir dann überhaupt noch Platz dafür haben. Aber vielleicht hier irgendwie könnte das alles hinpassen, ne? Das sieht doch ganz... Ja doch, hier kriegt man es hin. Okay, dann müssen wir eine Stelle auf jeden Fall freilassen, dass wir das noch bauen können dann. Alter Schwede, ich freue mich ja drauf. Ich hoffe, ich komme so weit. Ich kann es halt nicht garantieren, weil wie gesagt, ich bin ja mit Lucius. Ihr wünscht eine Unterredung? Wie geht es dir? Mir geht's gut. Und dir? Was sagst du? Andere Adlige wollen meinem Beispiel folgen? Das ist ja... Ja, das ist, kennen wir jetzt hier. Ein Brand zerstört ihre Siedlung. So, dann mal ein Tribut. Bitte, bitte, bitte. Keine Frage. Juhu. Du würdest für mich doch dasselbe tun. Ich weiß, es brennt bei uns. Ach, ich kümmere mich gleich drum. Ihr stört überhaupt. Ich warte mal noch, bis wir bei 80% sind. Was habt ihr dem Rat jetzt? So, es brennt. Wir haben aber noch, wir haben noch keine Feuerwehr hier, ne? Nein. Okay, dann baue ich mal ganz schnell eine. Wir haben ja nur da unten eine. Wir brauchen Steine. Fuck. Oh nein. Bitte lasst uns bleiben. Können doch nirgendwo anders hin. Ich glaube. Ein feindlicher Scherge treibt sich in ihrer Stadt herum. Boah, jetzt ist aber sehr viel auf einmal hier.
Wo ist denn der? Scherge. Die Stadt wird halt auch immer größer. Okay, fuck, die verbrauchen die ganze Zeit die Steine. Ach, ein Aschkabat. Okay, sag das doch gleich. Oh, ich finde das so geil, wenn die sich in Aschkabat irgendwo verschanzen wollen. Eine Produktion kommt zum Ende. So, falsche Insel. Ich muss jetzt erstmal eine Feuerwehrwache bauen. Das Problem ist aber, dass die ständig aufsteigen und deswegen die Steine verbrauchen. Aber ich hoffe, die kriegen das jetzt trotzdem hin, weil die immerhin die Bevölkerung sich ja auch bemüht. So, ich glaube, ich werde die jetzt annehmen. Ein Bettler bittet sie für sich und seine 167 Kumpane um Aufnahme in Gold fort. Falls sich Alex dagegen entscheiden, will sich die Bevölkerung mit etwa... Ich brauche das Gold nicht mehr unbedingt. Und ich habe Angst, dass wenn ich die immer wieder ablehne, dass die irgendwann meine Stadt niederrennen. Und deswegen würde ich jetzt gerne aufnehmen. Wir dürfen bleiben. Das ist ein Wort. So, sie haben... Ihr habt ein gutes Geschäft gemacht. Auf frischer Tat ertappt. Dieser Halunke landet im Loch. Ah, sehr, sehr gut. Da bin ich glücklich. Das Leben hier wird uns noch alle in den Ruin stürzen. Ach klar, jetzt stellt euch mal nicht so an. Wir sind trotzdem noch glücklich. So, sie haben Bürgerrechte durch Bettler erhalten. Okay. Müssen wir mal gucken. Armenhaus muss im Einflussbereich eines Marktplatzes errichtet werden, bietet bis zu 500 Bettlern Obdach. Okay, das müssen wir auf jeden Fall bauen, weil sonst wären die Leute wahrscheinlich sehr schnell unzufrieden. Dann bauen wir einfach hier hin, hier passt doch eigentlich super. So. Kostet das irgendwas? Nö. Ein Haus nur für uns Bettler? Ja. Gott vergelt's euch. Irgendwie freue ich mich ja jetzt auch. Ah, dammit, die haben keine Kirche in der Nähe. Muss zu 90% erfüllt sein, damit Bettler nicht ausziehen. Erzürnt sind die. Scheiße, weil die, da muss ich jetzt echt noch eine Kapelle bauen. Was kostet denn die Kapelle? Ja, gut. Ich bin mal so nett, ne? Aber dann baue ich die gleich so, dass wir hier noch ein paar Häuser hinsetzen können. Moment. So hier oder so hier? Boah, sind mal so hier. So, hier machen wir mal noch BIM. Ah, ne, hier kann ich ja gar nicht mehr hinsetzen. So, weiter können wir jetzt mit guten, können wir immerhin noch ein paar Bürgerhäuser hier errichten, was ja gar nicht so verkehrt ist. Ah, das haut sogar hin, wunderbar. Freue ich mich. So, dann machen wir hier mal noch einen Weg lang. Irgendwann will ich das natürlich auch durchziehen, aber jetzt gerade geht das ja leider nicht. Dann noch einen Weg hier lang. Und hier geht's schon wieder nicht. Ich hätte sie noch weiter mittig bauen sollen. Ist es aber auch nicht so wild, das passt erstmal so. Nö, nee, schön, 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 das freut mich. So, backen, ach ja, hier, wie sieht's denn aus? Oh nein, das wurde angegriffen. Das habe ich gar nicht mitbekommen, Leute. Scheiß Korsan, Alter. Okay, wir liefern das mal ganz schnell ab und im Anschluss muss ich das zum Reparaturkran schicken. Ich wollte das jetzt noch sehr, sehr ungern polieren, das Schiff. Und, ich gebe euch Gelegenheit, eure Loyalität unter Beweis zu stellen. Ja, beim Lucius werde ich jetzt ja sagen. Ich habe keine Lust, dass er mich angreift, Leute. Warum nicht immer so? Wir machen jetzt. Stadt treibt ein feindlicher Scherge sein Unwesen. Okay. Schon wieder. Och Mann. Also so langsam nervt das aber auch ein bisschen mit den Schurken. Ich würde ja gerne mal weiterbauen eigentlich. Ich finde den nicht. Ihr habt ihn wahrscheinlich schon wieder gesehen, oder? Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Egal, ich will jetzt erstmal hier das abliefern. So, haben wir gelöst jetzt. Der Scherge eines Gegners ist wie vom Erdboden verschluckt. Okay, jetzt kann ich ihn eh nicht mehr finden. So, stellen Sie Folgendes in Ihrem Konto in Aschgabat bereit. 10 Tonnen Mehl haben wir. Meine Bitte... Habt ihr sie wirklich erfüllt? Ja. Allah möge euch für eure Hilfe segnen. So, und er hat uns noch ein Segel gegeben. Ein fairer Handel. Das passt doch gerade. Das geht mal gleich mal dem Schiff, weil das ist ja sowieso... da müsste es eigentlich wieder schön schnell schwimmen. Und dann kann ich endlich weiterbauen, weil langsam... Dann bist du jetzt wieder schön schnell? Nein. Okay, dann weiß ich nicht, vielleicht ist das gegen Gegenwind oder so. Ich habe keine Ahnung, Leute. So, erstmal reparieren lassen. Und jetzt müssen wir uns hier weiter kümmern. Sieht's denn aus mit Brot?
Beziehungsweise, bevor ich das jetzt mache, gebe ich das hier unserer Neptun. So, jetzt kann die nämlich, ich glaube, da passen nochmal 30 Tonnen rein oder so. Und dann kann die jetzt nochmal 20, jeweils 20 mehr mittragen, was super ist. So, und jetzt Routenplanung, Neptun, hinzufügen bitte. Und schon kann es losgehen. So, und wir gucken gleich mal, ob hier schon was hergestellt wurde. Würde mich ja ihr habt hier das Sagen. Nun sorgt dafür, dass es so bleibt. Bier ja, Brot nicht. Warum? Weil kein Mehl ankommt. Warum kommt denn hier kein Mehl an? Hier haben wir doch Mehl. Die Produktion ist angehalten. Wahrscheinlich ist das Gebäude zu weit weg oder so. Ich werde einfach mal noch... Ich habe eine Idee, wie wir es machen. Wir bauen einfach hier noch ein kleines Markthaus hin. So. Dann verbinden wir mal noch den Weg miteinander. Und den hier genauso. So. So, jetzt müsste es aber eigentlich laufen. Weil ich habe hier nicht dafür gesorgt, dass es angehalten wird. Die Produktion läuft, ist eingestellt. So gut, so gut, so gut, so gut. Und Weizen haben wir auch Überschuss gerade. Finde ich überraschend, aber okay. Wir brauchen mehr Produktionsgebäude auf jeden Fall. Machen wir erstmal noch eins oder zwei. Nee, machen wir erstmal zwei für Bier. Der Sultan erlaubt euch, diese Gebäude zu errichten. Dann machen wir erstmal zwei. Nee, machen wir doch zwei für Bier. Ja, finde ich okay. Bam. Bam. So, und dann bauen wir noch ein Backhaus. Also das Ausrufezeichen müsste eigentlich bald weggehen. Ah, ich weiß warum. Weil hier kein Markthaus direkt in der Nähe ist. Scheiße, das habe ich verplant, Leute. Okay, ich reiße es wieder ab. Seht ihr, ne? Und spiele schon wieder so lange und habe das trotzdem verpeilt. Das ist unglaublich. So, bam, bam. Jetzt müsste es aber laufen. So, dann mache ich gleich mal noch eine Weizenfarm. Ich werde das mal hier anders machen. Machen wir so hier. Das reißt mal wieder weg bis hier hin. Nehmen wir mal die Straße hier hoch, weil dann kriege ich hier nämlich auch noch ein Feld hin. So. Sieht doch gleich viel schöner aus. Dann hier bitte noch ein Feld. Eine und hier Produktion bitte noch ein Feld. Kommt zum Erliegen. So, dann machen wir noch einen Kräutergarten. Ja, da werde ich 8 Stück hinbekommen. So, so, so. Ein Mitspieler hat neues Land erschlossen. Zwei noch. Hätten wir. Wunder, wunder, wunderbar. Wunderbar, so langsam entwickelt sich das jetzt hier. Brot wird jetzt auch hergestellt, Bier wird auch hergestellt. Wir müssen jetzt nur gucken, dass wir damit auch die Bedürfnisse decken. Also, dass wir genügend herstellen. Darum geht's schlussendlich. Währenddessen würde ich aber dann so langsam mal schauen, dass wir noch was anderes hier machen. Und wahrscheinlich würde ich mich dann gerne erstmal um Glas kümmern. Um eine Glasschmelze. Das halte ich für eine ganz gute Idee. Für eine Glasschmelze, damit wir Glas produzieren können. Ne, brauchen wir Potasche und Quarz. Quarz bekommen wir von dieser Insel hier. Ne, hier haben wir Quarz bekommen. Und Potasche... Benötigt Bäume, produziert Potasche über die Waldglashütte. Das könnten wir rein theoretisch, muss ich überlegen, hier auch hinmachen. Wir könnten ja, oh, das wird jetzt gar nicht so einfach. Wir könnten natürlich das Quarz auch hier nach oben transportieren und hier Potasche abbauen und das dann zusammenführen und dann hier Glas herstellen und das Glas wird dann hier hin transportiert. Dann wird es natürlich kompliziert, aber das geht jetzt langsam los, dass wir solche Ketten aufbauen müssen. Das geht dann leider nicht anders. Ansonsten wird es halt ineffektiv. Vogtei. Kenne ich noch gar nicht. Senkt die Unterhaltungskosten? Ne, die Unterhaltskosten von Produktionsgebäuden ein auf einer Insel. Scherge treibt sich in ihrer Stadt herum. Okay, ich kümmere mich drum. Mal sehen, ob ich ihn jetzt finde. Zwei Mitspieler lösen ihr Handelsabkommen. Okay, das stört mich nicht. Diese Vogtei bauen wir gleich mal. Weniger Unterhaltskosten klingt super, um ehrlich zu sein. Weil wir haben mittlerweile ziemlich hohe Unterhaltskosten. Aber guck mal, wir machen trotzdem 630 gerade. Also das läuft jetzt, das läuft jetzt. Ich finde aber trotzdem den Schurken nicht und ich kann... Doch, hier ist er. Diesem Lump konnten wir in letzter Sekunde das Handwerk legen. Wunder, wunderbar. So, Vogtei, die bauen wir. Die sieht aber schick aus. Guck mal, wie schnell aus diesen Häusern hier... Aber kann ich die... Okay, die muss aber auch in der Mitte sein. Habe ich so den Eindruck, hm? Moment mal, eben sehen die... Produktionsgebäuden auf einer Insel. Nö, die kann ich hinbauen, wo ich will. Na gut, dann bauen wir die einfach mal hier irgendwie hin. Moment. Hier passt sie doch hin. So, wir gucken mal. Wir sind jetzt bei 682.
701, Moment. 749, also hat's was gebracht. Linksklick öffnet die Gebäudestatistik. Das ist ja cool. Also das ist auch mit Venedig dazugekommen. Schön, wir haben mittlerweile 66 Patrizierhäuser.